Hallo und herzlich willkommen, liebe YouTube-Freunde, liebe Networker und auch liebe Internetmarketer im folgenden Videobeitrag. In diesem Videobeitrag will ich dir ein Tool vorstellen, mit dem du in YouTube noch erfolgreicher sein kannst. Mit diesem Tool kannst du ganz einfach deinen YouTube-Channel auswerten und bekommst daraufhin wertvolle Tipps, was du bei deinem YouTube Kanal verbessern kannst. Bevor ich zum Tool komme und dir das Ganze am eigenen Beispiel einmal zeige, also du mir direkt dabei über die Schulter schauen kannst, möchte ich mich an dieser Stelle bei Pierre Wandinger bedanken. Für mich übrigens einer der wenigen Internetmarketer, die seriös arbeiten, die bisher immer sehr ehrlich gewesen sind, was leider in diesem Bereich keine Selbstverständlichkeit ist, wo auch viel leider nach wie vor übertrieben wird und viele Superlative verwendet werden. Also wo man nicht so ehrlich, immer noch ja selten so ehrlich kommuniziert in der Branche. Also vielen Dank nochmal an Pierre Wandinger für diesen Tooltip und ich werde dir jetzt das Tool ein bisschen beziehungsweise näher vorstellen. Ja, den Link zum Tool werde ich dir auch in der Videobeschreibung hinzufügen und auch nochmal im Blog, wo du den Link zu diesem Tool findest. Und wenn du auf dieser Webseite drauf bist, ist das Ganze ganz simpel. Ich scrolle mal kurz hoch zu der Webseite. So schaut das Ganze aus von Rocket Internet. Und du hast dann hier auf dieser Seite einen Button. Gehst da einfach rauf. Ich öffne hier mal ein neues Fenster. Und du kannst dann anschließend dich in dein YouTube-Channel einloggen. Das mache ich einmal hier. Und du siehst, er loggt sich hier direkt bei mir ein. Dauert ein bisschen, bis das Ganze geladen hat. Braucht man ein paar Sekunden Geduld. Und dann hat man hier auch schon nähere Informationen. Und du siehst nun hier bereits, wenn man hochscrollt, also hier ein YouTube-Channel von mir, dass er hier beispielsweise bei dem Kanal, also bei den Kanalinfos, bei einem Bereich bereits rummeckert. Und zwar, wenn man hier auf das Fragezeichen zum Beispiel raufgeht, steht hier eine nähere Erläuterung. In diesem Fall Kanäle von berühmten Personen und bekannten Unternehmen können durch YouTube verifiziert werden. Also in diesem Fall könnte ich hier nichts machen, weil ich natürlich ja keine berühmte Person bin und auch kein Unternehmen als solches gegründet habe. Also in dem Fall ist das Ganze für mich jetzt nicht relevant. Ansonsten, was ich hier gut gemacht habe, das ist hier im Grünen bereits benutzerdefinierte URL. Hier kann man auch nochmal auf das Fragezeichen gehen, dann bekommt man nochmal die Erläuterung dazu und könnte jetzt hier zum Beispiel direkt draufklicken, wenn das Ganze nicht dementsprechend eingerichtet wäre. Dann Kanalbeschreibung ist auch soweit in Ordnung, kann man auch hier wieder draufklicken. Und wenn ich hier runtergehe, komme ich auf den Bereich Überprüfen Sie Ihren Kanal. Ihr Kanal hat Optimierungsbedarf, verschenken Sie kein Potenzial, 62 von 100 Punkten, also noch sehr, sehr viel Potenzial möglich. Hier zum Beispiel Kanalbild, okay. Kanal links, kann auch hier wieder auf das Fragezeichen raufgehen, sich das Ganze näher erläutern lassen. Oder hier zum Beispiel Kanal Trailer ist auch vorhanden. Dann hier meckert er zum Beispiel Playlisten auf Kanalseite, zeigen Sie auf Ihrer Kanalseite ausgewählte Playlisten an. Also das fehlt auf diesem Kanal. Zeigen Sie auf Ihrer Kanalseite die letzten Uploads an. Also auch hier muss ich das Ganze dementsprechend oder wäre zu empfehlen, das anzupassen. Zeigen Sie auf Ihrer Kanalseite Ihre beliebten Videos an. Also diese drei Bereiche hier zum Beispiel könnte ich jetzt optimieren, wenn ich wollte. Toll finde ich auch, dass man hier die gesamte Statistik sieht. Also bei diesem Kanal beispielsweise 545.331 Aufrufe, 1001 Abonnenten, 221 hochgeladene Videos. Das hier ist auch sehr interessant, wusste ich auch noch nicht. 0,57 neue Videos pro Woche. Ich dachte bisher, das wäre absolut ausreichend. Hier steht allerdings
laden sie pro Woche mindestens zwei neue Videos hoch. Also wer bei YouTube das Ganze ausreizen möchte, der sollte also im Idealfall Minimum zwei Videos pro Woche hochladen. Wohlgemerkt, wusste ich persönlich auch noch nicht, hat also auch dann eine Auswirkung auf die, ja, auf den Erfolg in YouTube. Hier steht zum Beispiel 545 Aufrufe bis zu einem neuen Abonnenten. Und hier steht, wenn Sie pro 170 Videoaufrufe oder weniger einen neuen Abonnenten gewinnen, sind Sie besser als die Top 100 YouTuber in Deutschland. Und hier siehst du bei mir also, da ist noch sehr viel Optimierungsbedarf. Also ja, das Ganze ist auf jeden Fall verbesserungswürdig. Playlisten, ordnen Sie Videos in Playlisten, verlinken Sie immer auf Ihre Videos innerhalb einer Playlist. Das habe ich also schon gut gemacht, deswegen ist es hier in grün angezeigt. Laden Sie wöchentlich neue Videos hoch. Okay, also hier wöchentlich das Ganze erfülle ich, aber wohlgemerkt, pro Woche sollte man zwei Videos hochladen. Laden Sie in den YouTube-Einstellungen unter Branding ein Logo hoch. Das habe ich übrigens vorhin gemacht, hatte ich vorher noch nicht. Habe ich auch hier durch den Tipp erst erkannt, bin dann hier raufgegangen und habe jetzt hier ein Logo hochgeladen. Also auch das habe ich erst durch den Tipp, durch dieses Tool letztendlich erfahren. Promotion von weiteren Videos. Definieren Sie ein angesagtes Video, auf welches in Ihren anderen Videos automatisch hingewiesen wird. Also auch das soweit sehr interessant. Das finde ich auch sehr interessant, zum Beispiel, dass dieser Kanal im Durchschnitt 2.468 Aufrufe pro Video hat, finde ich für mich persönlich schon ziemlich beeindruckend. Hätte ich sicherlich vor ein paar Jahren nicht erwartet, dass ich mal in diesen Bereich kommen würde. Das heißt also, die 221 hochgeladenen Videos haben im Durchschnitt je Video knapp 2.500 Aufrufe. Ja, das finde ich auf jeden Fall schon sehr, sehr schön. Dann sehr schön auch hier in diesem Tool die letzten neun Videos. Hier kann man zum Beispiel sehen, bei den letzten Videos, die hochgeladen wurden, was gut bzw. weniger gut gemacht wurde. Also hier beispielsweise das letzte Video. Gut ist also hier die Videobeschreibung, kann man hier auch wieder raufklicken und erhält dazu Informationen. Weniger gut hier zum Beispiel die Tags. Ich habe hier nur einen Tag hinterlegt. Und hier steht, also definieren Sie möglichst viele aussagekräftige Tags für Ihr Video. Also hier muss ich auf jeden Fall beim nächsten Mal noch viel mehr Tags eingeben, um dementsprechend auch besser gefunden zu werden. Hier hatte ich aus welchen Gründen auch immer keine HD-Qualität hochgeladen. Man sieht bei den anderen Videos, da habe ich das getan, hier wohl aus Versehen nicht. Dann kann man die weiteren Bereiche aufrufen, also hier zum Beispiel bei diesem Video 52, Entschuldigung, 32 Likes, 0 Dislikes, 15 Kommentare, dann hier 10 Aufrufe bis zu einem neuen Like. Wenn Sie pro 250 Videoaufrufe oder weniger einen Daumen nach oben bekommen, sind Sie besser als die Top 100 YouTuber in Deutschland. Also in diesem Fall ist es auf jeden Fall über den Durchschnitt. Denn hier 21 Aufrufe bis zu einen neuen Kommentar. Wenn Sie 840 Videoaufrufe oder weniger einen neuen Kommentar bekommen, sind Sie besser als die Top 100 YouTuber in Deutschland. Also das ist auch soweit in Ordnung. Denn hier zum Beispiel Infocards. Infocards bin ich schon mal in einem weiteren Video drauf eingegangen, wie man das Ganze erstellen kann. Gibt es noch nicht so lange und habe ich persönlich allerdings in diesen Bereichen nicht getätigt und soll wohl auch negativ sein, denn hier steht, dass man auch eine Infocard einrichten sollte, um zum Beispiel auf andere Videos oder das Abonnieren Ihres Kanals hinzuweisen. Also das sollte ich auch tun, beziehungsweise häufiger tun. Dann hier im Bereich Anmerkungen, das wird auch kritisiert bei mir. Verwenden Sie Anmerkungen in Ihrem Video und zum Beispiel auf andere Videos oder das Abonnieren Ihres Kanals hinzuweisen. Sollte ich auch viel mehr tun und so könnte ich wahrscheinlich auch die Abonnentenzahl nochmal wesentlich erhöhen. Habe ich bisher immer nur sehr sporadisch gemacht. Das heißt, in der Videobeschreibung auf ein Abonnement hinzuweisen, das sollte ich auf jeden Fall möglichst in jedem Video tätigen. Und ja, da muss ich auch auf jeden Fall ja, besser werden. Hier wohlgemerkt, dass also auf diesem Kanal das zweitletzte Video vom 15.11., das hochgeladen wurde, hier vom 8.11. Hier sehen wir also,
ist ein bisschen mehr grün. Schau mal das viertletzte Video. Okay, hatte auch einiges zu meckern. Und am zufriedensten in dem Bereich ist er hier. Und das sieht man auch gleich zum Beispiel an den Videoaufrufen. Hier beim Video vom 2.10. ist das sechstletzte Video. Und wenn wir es auch hier vergleichen mit den Aufrufen, da er hat 18.690, 534 Aufrufe, dann 471 Aufrufe, 922 Aufrufe und hier 1.433 Aufrufe. Und das kann natürlich ein Zufall sein, aber möglicherweise scheint da doch mehr dran zu sein, denn gerade bei diesem Video, wo über ja, die meisten Aufrufe getätigt wurden, sehen wir am meisten grün. Ja, das heißt hier zum Beispiel endlich auch die Tags, sechs Tags in grün, sonst waren es immer zu wenige bei den anderen Videos. Du siehst nochmal 0 Tags, 2 Tags und auch hier hat er jedes Mal kritisiert, dass zu wenige Tags angegeben wurden. Und das ist hier also in diesem Video richtig gemacht worden. Auch ein HD-Video, 90 Aufrufe bis zu 9 Like. Einzige, was hier negativ ist, ist der Anteil an Daumen hoch. Also das ist hier nicht so gut. Das ist bei den vorangegangenen Videos zum Beispiel besser. Und doch allgemein sieht man hier, zumindest die Tags scheinen sehr, sehr wichtig zu sein. Doch wie gesagt, da müsste man noch mehrere Tests tätigen. Aber dieses Video und diesem Beispiel von den letzten sechs hochgeladenen auf diesen Channel hatte auch eindeutig oder hat bisher auch eindeutig die meisten Aufrufe. Ich schaue mal kurz noch weitere Videos. Ich sehe gerade, er zeigt hier sogar 9 Videos an. Mal sehen, ob hier. Okay, hier ist so ein Video mit über 2000 Aufrufen von 25.09. Und hier wird auch ziemlich viel richtig gemacht. Nur bei drei Bereichen meckert er. Ja, also 53 Likes, natürlich sehr gut. Nur 4 Dislikes. Also, aber hier sieht man zum Beispiel, dass auch nur zwei Tags angegeben wurden. Also man kann es nicht so verallgemeinern, doch zumindest ist auch hier, wie man sieht, einiges an Optimierungsbedarf vorhanden. Ja, sehr cooles Tool, wie ich finde. Ich werde es auf jeden Fall, denke ich mal, die nächste Zeit das eine oder andere mal wieder verwenden und mal wieder prüfen, ob ich die Videos jetzt Zukunft etwas besser hochlade, beziehungsweise auch bessere Anmerkungen dazu tätige, also mehr Anmerkungen und das Ganze ein bisschen besser vollziehe, da doch, wie du siehst, einiges an Optimierungsbedarf besteht. Allein schon in dem Bereich der Tags, also Tags, falls du es nicht wissen solltest, sind letztendlich die Suchmöglichkeiten, wie ein Video gefunden wird. Also man sollte bei den Tags mehr möglichst Wörter eingeben, die mit dem Video relevant sind und natürlich auch möglichst gesucht werden. Und so kann man natürlich auch dementsprechend nicht nur, wenn ein User bei YouTube einen Suchbegriff eingibt, gefunden werden, sondern zum Beispiel auch zu Videos, die beispielsweise zum selben Suchwort gesucht werden und dann zum Beispiel anschließend in dem Video in der Vorschau gelistet werden. Deswegen auch die Tags ganz, ganz wichtig. Und du siehst hier bei mir zum Beispiel, wie gesagt, dass ich hier bei neuen Videos ja, nur einmal das Ganze gut gemacht habe und ansonsten hier jedes Mal zu wenige Tags oder sogar in diesem Fall gar keine Tags angegeben habe. Also auch ich, wie du siehst, mache Fehler und deswegen ist auch gut, dass man selber immer wieder guckt, ob man nicht die eine oder andere Sache verbessern kann. Und ja, du hast gesehen, auch in meinem Fall ist das Ganze keinesfalls perfekt und hat auf jeden Fall Optimierungsbedarf. Okay, soll es auch schon in diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, ja, dir haben die Tipps gefallen. Vielleicht kennst du noch irgendein cooles YouTube-Tool, womit man seinen YouTube-Channel prüfen kann, seinen YouTube-Channel optimieren kann. Dann würde ich mich auf jeden Fall über einen Kommentar von dir freuen. Dieses Tool, wie gesagt, vollkommen kostenlos. Ich finde es gut gemacht. Man muss hier nichts installieren. Und bekommt hier auch sehr, sehr wertvolle Hinweise, die einen zusätzlich ja, weiterbringen können und womit man so noch erfolgreicher werden kann, als wenn man dieses Tool nicht nutzen würde.
Okay, das war's in diesem Video. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und alles Gute. Liebe Grüße aus Schwerin, dein Matthias. Ciao, ciao.